Sie werden überwacht. Man beobachtet sie. Drehen Sie sich nicht um. Oder doch? Hua! Nein, wir sind hier immer noch bei Bioshock Infinite. Barrel at Sea Episode 2. Siebestattung, bla bla bla. Und Keks und so weiter und so fort. Und wir sind immer noch auf der Suche nach Haaren für den guten, sage ich schon. Für Sichung. Sichang, Sichung, Sichuang, Sibung, Sibang, Silang, Simong. Da steigen wir gleich mal in die Lüftung hinein. Hoffentlich führt sie dahin, wo ich glaube, sie hinführt. Zwar zu diesem Wissenschaftler da in dieser Zelle. Ich weiß gar nicht, wie ich an dieser kleinen Apparatur hier vorbeigelaufen bin. Habe ich gar nicht gesehen. Und da ist der Wissenschaftler. Und sorry, Buddy, aber es ist nur zu deinem Besten. Verdammt, jetzt haben wir noch einen Pfeil verloren. Ich hoffe, wir kriegen die wieder. Da kriegen wir sogar einen wieder. Tatsächlich. Gibt's ein bisschen Crack. Jetzt frage ich mich natürlich, was ein Lockpick. Den werden wir natürlich hoffentlich auch knacken. Oh Gott. Hopp, hopp, hopp. Oh, jetzt meine Reflexe. Ja, ich hab's geschafft. Hui. Coole Sache. Ich dachte schon, ich schaff's nicht, weil ich die anderen Male auch immer alle nicht geschafft habe. Puh, das, hier konnte ich das nicht übersehen. Now, I know there's been some concern about the nature of the work we do here at Fink Manufacturing. Why, some say they're uncomfortable with the purported harm and suffering our research brings. But friends, let me pose a simple question. Is there anything you would not do to guarantee the health and safety of your loved ones? My interest is the future health of your children. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Jetzt habe ich dem nicht richtig zuhören können, weil ich immer noch überlegt habe, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich glaube, ich werde trotzdem zu den Handyman gehen und da dann runterzusteigen. Das halte ich für eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob ich dadurch auch in die Quarantänezone komme oder nicht. Ich lese nochmal kurz, was der Spinner gesagt hat am 3. Juli 1912. Fink, MFG, bla bla bla. Ich weiß, dass einige Leute besorgt sind wegen der Arbeiten hier bei Fink Manufacturing. Manche sagen, dass ihnen der Schaden und das Leid, die unsere Forschung angeblich verursachen, Bauchschmerzen bereiten. Lasst mich euch eine einfache Frage stellen, meine Freunde. Würdet ihr vor etwas zurückschrecken, um die Gesundheit und Sicherheit eurer Liebsten zu gewährleisten? Ich sorge mich um die zukünftige Gesundheit unserer Kinder. Und Prävention ist sich schließlich der beste Schutz. Na, ob das wirklich so stimmt? Das sei mal dahingestellt. So, jetzt gehen wir mal hier hinten. Schauen noch mal, wo uns dieser Schacht denn eigentlich hinführt. Das würde mich nämlich interessieren, aber wir konnten nämlich da eigentlich auch nicht runterspringen, deswegen. Also wir konnten, glaube ich, dann hätten wir nicht wieder hochspringen können. Deswegen habe ich den Schacht ja damals nicht bewusst, also bewusst nicht genommen. Ich weiß ja nicht, wo es hingeht, aber ich werde es jetzt herausfinden. Ich werde es nämlich hier runterspringen. Und das für uns. Wir beanspruchen das Ganze. Finde die Haarprobe. Enemy Quarantine Return to Station. Da kommen wir nicht durch. Ich will jetzt nur gerne wissen, wo wir eigentlich hergekommen sind. Ich glaube, wir wären von hier reingekommen. Und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Wie kommen wir denn da rein? Ah, fuck. Tatsächlich. Da sind wir wieder. Und dann hätten wir hier die Überraschung erlebt unseres Lebens, indem wir hier reingegangen wären. Und
auf uns geschossen worden wäre. Quarantäne. Ich will das hier rein. Ich will das hier rein. Wir müssen da auf jeden Fall rein, wenn wir noch die letzte, eins der letzten Voxaphone haben wollen. Wollen. Aber erstmal geht's hier scheinbar weiter. Was irgendwie lustig ist. Weil ich dachte, wir wollten zu irgendeinem Labor gehen. Jetzt müssen wir irgendwie nach draußen. Was ist denn das für ein Labor? Ja, sie müssen hier erstmal über irgendwas drüber springen, um zum Labor zu kommen, oder was? Mann, das ärgert mich jetzt gerade, dass es da zu ist. Ich hoffe einfach, dass wir da noch irgendwie hinkommen. Prägungsstudien. Bis jetzt scheint hier auch niemand zu sein. Oh. Seems like Fink and Suchong were sharing their research. Like the Lutessas. Cross-reality collaboration. Scheinbar gab es da eine Form von Austausch, was den guten Big Daddy angeht, mit dem Songbird. Sehen wir nochmal zwei ähnliche Modelle. Hat versucht, dieses Modell da zu überarbeiten oder da reinzubringen, besser gesagt. Also Gegner gibt es hier scheinbar keine. Das ist keine, die wir gerade offensichtlich sehen können. Das ist natürlich nicht, dass es hier überhaupt keine gibt, aber vorerst zumindest nicht. Filmrollen können wir uns keinen angucken. Dann bedienen wir mal den Projektor. Big Daddy. Es all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Constants and variables. 45 war das, oder? Ja, 45. Diese verdammten Quarantänetüren. Ich hoffe, wir kommen dann später wirklich noch mal da durch. Aber wahrscheinlich schon. Wäre komisch, wenn nicht, weil hier sind jetzt überall diese Quarantänetüren. Und was ist hier? Hunde? Oh, das ist unheimlich. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Sagt Nein zu Tierversuchen. Ich bin gegen Tierversuche. Ich sage Nein. Nein. 25, schnappen wir uns das. Sicher ist sicher, da kommen wir jetzt auch nicht weiter, weil hier es wieder zu ist. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Voxaphone angezeigt werden. Wenn wir hier drauf drücken. Ich vergesse es andauernd, ehrlich gesagt. Scheint relativ verlassen hier zu sein, wenn das jetzt scheint kein Imprinting Studies, das sind immer noch die Prägungsstudien. Wenn das hier tatsächlich ein benutztes Labor ist, dann weiß ich auch nicht. Scheint es doch sehr unbenutzt eigentlich zu sein. Das ist eine Maschine, das ist glaube ich die, die wir schon beeinflusst haben. Auf unsere Seite gebracht. Was ist das für ein riesiger Affe? Wir müssen da weiter. Ist alles zu. Ja, wir versuchen mal zu gucken, was das bringt. Schalter umlegen. Ich hoffe, das tut dem Affen nicht weh. What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. He wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved. Dieses Schwein, ey. Die armen Tiere, die dafür leiden mussten. Diese ganzen Versuche, die er da machen musste. Die unzähligen
ich weiß nicht, ob auch Menschen davon betroffen wurden. Auf jeden Fall die ganzen Wesen, die er damit gequält hat, ist einfach nur ein profitgeiles Arschloch, der versucht, so viel wie möglich aus den Schmerz von anderen Leuten rauszuschlagen. Das ist echt, echt krank. Und sowas muss echt unterbunden werden, weil es ist doch kein Weg, sowas zu machen, ey. Das macht man einfach nicht. Dann geht's weiter zur Haarprobe. Oh, Gasmunition. Das heißt nur, dass es hier vielleicht gleich eine kleine Gruppe auftauchen kann. Was haben wir hier? Ein Hund. Ist das hier, wie heißt der, Pavlov? Mit seinen Reizreaktionen. Ja, das ist ein Hund in einer Maske. Da liegt noch was. Hä? Ich habe mich bewegt? Ich habe mich umgedreht, ja, aber nicht bewegt. Okay, da sind noch ein paar Sachen. Mal gucken, was das ist. Aber erstmal diesen Schalter hier umlegen. Oxygenation? Keine Ahnung. Warum sagt sie jetzt nichts mehr dazu? Hermetic Chamber B. Das ist auf jeden Fall Luft ab. Ich kann es nicht lesen. Irgendwas mit Sauerstoff auf jeden Fall, aber kann natürlich irgendein Notiz untersuchen. Untersuchen wir mal die Notiz. What's that? It's a skeletal formula for oxytocin. Oxytocin. That's the chemical that bonds mothers to children, women to men, and songbirds to little girls. Apparently not. Fink dismissed it as an unsuitable vector. Aha. Er hat es scheinbar aber versucht, wie wir an dem Hund sehen können. Aber scheinbar, oh mein Gott, wurden diese Studien irgendwann aufgegeben. Dieser kranke Bastard. Und es ist wahnsinnig gruselig, hier lang zu gehen. Mal davon abgesehen. Oh, bitte lasst die Hunde da, wo die sind. Ich möchte... These poor things. Fink couldn't get them to imprint, so I left them to die. So ein Schweinehund. Also die werden uns nicht angreifen, aber trotzdem. Lot, low, also hier Klappe oder Box. Failure. Schiefgelaufen. Er hat er durchnummeriert. Die armen Hundis sind für ihn alle fehlgelaufen. Also hat nicht funktioniert in seinem kranken Verstand. Wäre lustig, wenn wir jetzt hier eine Schrift gefunden hätten, wo drauf gestanden hätte, nicht fehlgelaufen. Und die hier trotzdem drin wären, weil das wäre dann extrem gruselig. Und dann die Frage aufkommen würde, warum zum Teufel sind die dann da drin? Also er hat hier die ganzen verdammten Versuche durchgeführt, um so eine Prägung zu erzeugen. Damit die Tiere sich auch quasi auf jemand Neues einstimmen. Imprinting failed. I can't be right. Clearly they formed a connection between Songbird and me. I was so young, I always remember him just being there. Irgendwas stimmt da nicht und wir sehen dann noch ein. Vielleicht wurde er ja nicht auf sie geprintet, doch muss irgendwie schon sein. Ich dachte einerseits vielleicht auf die Musik. Und da steckt in Wirklichkeit Review of all biomarkers. Da steckt ja ein Mensch scheinbar dahinter. Keine Ahnung. There must be a prototype or something. It's a human. Does it matter? Du armes Ding. Du armes, armes Ding. Konnte man dich nur so benutzen? Ich schau mal kurz nochmal hier lang. Ein
müssen scheinbar durch dieses Ding hier durch. Hier ist noch eine Notiz. Ich weiß nicht, was das bringt. Also Musik natürlich sehr wichtig, die hier geschrieben wird. Mit der ihr dann hier eingeprägt wird. Achso, das ist... Ich dachte, wir würden hier noch einen Projektor sehen, aber der steht da oben. Aber die Notiz können wir auf jeden Fall auch noch lesen. Tried hypnotherapy. On the songbird. How'd that go? About as well as you'd expect. Tja, hat auch nicht funktioniert. Wir nehmen mal das Eve mit, weil sonst lassen wir es eventuell hier liegen und jetzt weiter in den Schacht. Das ist dieser verdammte Mistkerl, wo er vorhatte. Wir werden es wahrscheinlich in Kürze herausfinden. Versteckt hat sich hier niemand. Projekte starten. Imprinting on subject, also. Was ist das denn? Oh. Booker. The little girl in the film. It's me. My God. I remember. He'd crashed into the tower. I guess he was in some sort of fight. I waited there thinking, I don't know, that something would happen, but... But he just lay there, moaning. I couldn't just... The lion with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just... I will never escape it. Exploited, exploiting me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Aber mal ganz ehrlich, davon abgesehen, Songbird ist doch jetzt nicht unbedingt was Böses. Ja klar, er hat vernichtende Kräfte und sowas, aber an dieser Beziehung ist doch jetzt nicht unbedingt was Verwerfliches. Er war ihr einziger Freund, Beschützer, und sie hat halt jemanden gebraucht und dadurch gab es auch diese Beziehung. Aber scheinbar jeder Versuch, der unternommen wurde, irgendwas zu bewerkstelligen, wurde einfach durch, naja, dadurch, dass sie ihn gerettet hat, quasi bewerkstelligt. Und hier geht's dann raus, wie ich sehe. Na, scheinbar werden wir uns wirklich einer größeren Gruppe entgegenstellen müssen. Und hier ist die sogenannte Haarprobe von wem auch immer. Sieht ein bisschen eklig aus. Naja, wir nehmen sie mit. Well, this must be the genetic sample Su Chong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair. He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all the answers lie in DNA. Men like Su Chong mistake an ounce of empathy for a pound of science. So, und jetzt müssen wir zum Riss zurückkehren. Das werden wir auch tun, aber erst in der nächsten Aufnahmephase. Es tut mir leid, aber wir haben die Haare zumindest wirklich in dieser Folge bekommen. Ich hatte schon Zweifel gegen Ende, aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, beim nächsten Mal heißt es dann Back to the Tier und zurück nach Rapture. Bis dahin sage ich viel zu oft. Macht's gut, danke und tschüss. Genießt das Wetter. Bye.